Hey Leute und willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. Der Schmitzsohn ist da hinten den Hirsch jagen. Und ich treffe jetzt, weil ich keine Ahnung habe, wie hoch ich zielen muss. Dass wir uns Wände aus Fleisch bauen können. Treff ihn nicht. Ich habe ihn getroffen. Ah, okay, ich auch. Den habe ich nicht mehr versenkt. Ich muss ihn töten, weil dann kriege ich die Quest. Ach so, ja stimmt, du hast eine Quest laufen. Ich habe da so eine Quest am Laufen. Komm zurück. Also irgendwo. Also, ist schon heftig. Hier läuft es direkt wieder besser. Der hat zwar wieder den kleinen Nachlader, weil wir hier noch nicht waren. Oder der hat im Moment die Nachlader, weil wir hier noch nicht waren. Yes. Hasten? Okay. Weiter Kill. Fehlen nur noch drei. Na, Militärbasis. Achso, gehst du ihn nicht looten? Wen? Achso, ja, ich habe ja. Also, ich habe auch eine Machete oder ein. Dann mach du gerade, komm. Was soll ich nehmen? Mach Knochenklinge oder Machete? Knochenklinge am besten. Oder, Machete, nimm die. Okay. Die ist ja noch besser. Weiß nicht, was besser ist. Ja, klar, Machete, würde ich sagen. So, das waren jetzt 7 Fleisch. Ja, angenehm. Ja, ist ein bisschen mehr. Es gibt Schlimmeres. Oh, fuck. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in eine Militärbasis. Dafür konnten wir da hinten ja die Stadt nicht so gut looten. Die Sache ist, wir sehen jetzt überhaupt gar nichts mehr und ich habe keine Ahnung, in welche Richtung wir laufen müssen. Ich kann bei mir schon meine 30 Meter gucken. Ich habe so viel Nebel. Oh, kaputt immer. Ach, scheiße, du hast ja weniger Leben als ich jetzt. Hab ich? Da liegt eine Mine. Ah, warte mal. Da sind sie. Mach mal grad nichts. Bringt das was? Ne, ich glaube, das bringt nichts. Warte mal, ich mach nur einen drauf. Ne, bringt nichts. Nur richtige Schüsse. Sollen wir mal versuchen? Versuche irgendwie von der Seite, aber irgendwie. Die sind aber schon echt eng, die Minen, ne? Da war ein Eingang vorne, aber da kommst du nicht durch, weil direkt davor eine liegt. Hier kannst du, glaube ich, durch. Pass aber gut auf. Das ist ein Zombie. Ach du Scheiße! Nix. Wie ist ein Vogelnest. Wo ist hier eine Mine? Hilfe! Da, direkt vor dir eine ist eine. Ich weiß. Dedede! Ah! Oh, da ist ein Zombie. Hallo, Zombie! Ach du Scheiße! Militärzombies! Auf ihn! Die sieht aber cool aus. Groß! Au! Oh, fuck, was für Schaden! Geh weg! Das waren jetzt 10 Schaden auf einmal. Okay, der hat eine Militärweste, ist ja cool. Nochmal zwei, dass ich hierzu nicht bin tot. Hier ist wieder dieser Lade-Fail irgendwie. Ich hoffe, hier innen drin ist es keine Minen. Nee, glaube ich nicht. Also hoffe ich mal. Stacheldraht tut, glaube ich, weh. Stacheldraht sollte wehtun, ja. Ja, das ist die erste Militärbasis, die wir looten. Live on camera. Ich habe eine Toilette gefunden. Geil. Oh, ein Militärzombie. Hallo, Militärzombie. Wer hätte jetzt gedacht, dass hier noch einer ist? Oh, daneben. Ein gespickter Knüppel. Oh, Stacheldraht. Geh zurück. Moment, ich muss kurz hier. Lass dich erschießen. Der macht weniger Schaden. Nee, der macht mehr Schaden. Mehr Schaden, okay. Oh, der hat nichts dabei. Kagel. Lassen. Ja. Oh, hier ist eine Mine. Oh, zu spät. Hast du was gesagt? Ne, da habe ich mich ja bei dir das erstmal so erschrocken. Hier ist eine Militärbasis. Boom. Bauplan für eine Maschinenpistole. Ja, cool. Wer hat Waffen gemacht? Ich oder du? Autsch. Nein, scheiße. Lauf nicht in die Stacheln rein. Dann bist du direkt am Bluten.
Öl. Hier. Habe ich das gemacht? Weiß es nämlich nicht. Könnte ich das irgendwie nachschauen? Boah, ist das schön. Der Regen hört auf und ich habe gefühlt mehr FPS direkt. Oh, fuck, das machen sie. Ah, jetzt läuft es wieder rund. Oh, oh. Ey, hast du auch diese Texturenfeld hier? Die treffen mich immer so weit entfernt. Hast du auch diese Texturenfeld hier bei mir? Ah, jetzt ist es weg. Da! Ah. Oh, Level up. Eine Rakete. Ein paar Raketen hat er. Raketen? Ich hab hier irgendwie Texturenfelds. Ich muss jetzt endlich, ich muss unbedingt nach Hause. Ja, lass mal nach Hause. Jetzt nochmal durch, oh Gott, bitte nicht. Was nochmal durch? Durch die Stadt, nee. Nee, durch die Mine. Achso. Was? Das ist ein bisschen komisch bei mir stellenweise. Weiß nicht. Ich hab da wo das Holz war, ne? Beim Militärlager. Da war bei mir so hoch Gras wie überall. Konnte aber durchlaufen. Also stellenweise. Huch. Das hat er irgendwie schon mal bei 7 Days oder. Wir müssen unbedingt diese dämliche Pflanze finden. Dann können wir uns selber Medizin machen. Brauchen unbedingt Medizin. Ja, auf jeden Fall. Und ich muss noch leveln. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Ich glaube, die letzten 3 Level. Warte, was bin ich eigentlich für ein Level? Ich wollte doch irgendwas. Was wollte ich machen mit meinem Level? Ach, ich kann Waffenspiel machen und sowas. Ich kann auch Feuerwaffenschmied kann ich machen und Waffenschmied. Ich habe 26 Punkte. Geh erstmal heim. Wo ist heim? Ah, genau den Skill habe ich gesucht. More FPS in Cities. Was? Oh Mann, das wär's. Das ist wie, kennst du das Spiel DLC Quest? Nee. Super Spiel. Und zwar dieses Spiel besteht nur aus DLCs. Egal was, es besteht aus DLCs und du musst mit Ingame-Geld, was du findest, dir das kaufen, zum Beispiel. Das Einzige, was du am Anfang machen kannst, ist nach rechts laufen. Springen musst du upgraden, links musst du upgraden. Airdrop. Lass deinen Airdrop fallen. Also. Oh nein, lass ihn fallen. Der ist schon. Echt? Oh, Tatache. Ich dachte, der lässt ihn voll spät fallen. Oh, der ist in der Stadt. Echt, der FPS ist da. Okay. Auf jeden Fall. Ich lauf schnell ein. Du musst alles. Springen musst du unlocken. Du musst fucking Einstellungen unlocken. Die Tatsache, dass du speicherst, musst du unlocken. Das hat aber was, das finde ich geil. Es ist so witzig gemacht und auch geile Anspielungen von irgendwelchen Spielen, auch richtig geil dabei, komische Typen. Dann gab es noch, du musstest so ein Schwert schleifen, damit du es benutzen kannst, um die Zombies zu töten. Und dann musstest du eine Million Mal draufklicken. Oh Mann. Anspielung auf Cookie Clicker zum Beispiel. Ja, ne. Kannst dir aber ein DLC kaufen, um dein Schleif Multiplikator mal 100 zu machen. Musst du nur 10 Mal drauf. Oh Mann. Und so weiter. Und oh, das ist so schön. Und dann musst du Schafe retten von einem Mann, der die Schafe nicht irgendwie tötet meine Schafe nicht. Wenn du sie aber tötest, dann ist er irgendwie böse gegen dich. Dann gibt es eine Plants vs. Zombie Reference, das ist, weil die Zombie die Schafe zu Zombies werden und dann gegen Pflanzen du bekämpfen musst, indem du das Pflanzen. What the fuck? Es ist super, das Spiel. Einfach, ich kann es einfach echt empfehlen. Das ist so ein schönes Spiel. Kostet, glaube ich, 3 Euro auf Steam oder so. Achso, wie war das am Anfang nochmal? Raketenwerfer. Raketenwerfer habe ich gefunden. 8 Raketen. Ja. Schafft für AK-47. Raketenwerfer nochmal. Oh, fuck. Oh, geil. Maschinenpistole und eine Waffe. Ach, das bist du. Mann, hast mich erschrocken. Entschuldigung. Ich bin gerade am Reden. Also hier gehen die FPS, aber wir gucken, wenn du in die Stadt reinguckst, dann gehen die schon wieder ein bisschen runter. Bei mir ruckelt es einfach so, weißt du, stotter. Und aber dazwischen 50 FPS, 60 FPS, 60, stotter. Wenn ich mich drehe. Achso, so Nachlader, ja. Es sind nicht immer Nachlader, weil es ladet nicht wirklich was nach, sondern er stottert einfach. Ja, ich denke mal schon, dass er was nachlädt, der detailliert dann die Häuser und sowas genauer. Kann sein.
habe auch wieder Hunger. Das ist aber voll komisch, keine Ahnung, ob das was mit Peer-to-Peer zu tun hat und so. Aber das mit den FPS-Drops in der Stadt, das hat ja jeder. Das ist ja echt ein allgemeines Problem im Moment. Oder, was heißt im Moment? Das gibt's ja schon lange, das Problem. Deswegen können wir da nicht viel machen. Ja, ist halt das Spiel. Ja. Ihr müsst damit leben, wir müssen damit leben. Boah, das klingt mies. Wir alle müssen damit leben. Ja. Ich find's aber sehr schön, wie Subnautica bei mir läuft. Aber das wird ja bald released, ne? Vollversion. 23. Januar habe ich gelesen. Ja, cool. Und, kommt da eigentlich ein Update noch sozusagen dazu, oder? Ja, ich habe gehört, dass angeblich noch ein Multiplayer kommen soll dann. Boah. Das wär richtig geil. Boah, lass mal zocken. Ja, boah. Auf jeden Fall. Geil. Ich bin vollkommen offen dafür. Auf Stardew Valley werde ich auch noch auf ein Update. Multiplayer-Update. Aber das wird, glaube ich, noch ein bisschen ziehen. Mein PC ist echt warm. Nicht warm. Laut. Warum bist du laut? Echt? Ich muss mal hören. Nö, bei mir läuft der Lüfter eigentlich Games normalmäßig. CPU-Lüfter. Ja. Okay, wir spielen noch 7 Days. Ja, gut, klar. Ich performe jetzt nicht so. Entschuldigung. Ja. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das zieht an beidem, das Spiel. An Grafikkarte und CPU. Keine Ahnung. Also von CPU ist bei mir sowieso die Aufnahme dahin. Ja, ich weiß. Da hab ich das nicht damals noch erzählt, nee, dass du von der Grafikkarte rendern kannst. Ja, stimmt, GPU meine ich sogar nicht. Nee. Oder habe ich das? Ja, das muss ich eigentlich. Warum habe ich das? Ich muss es eingestellt haben, weil sonst kann ich nicht anders aufnehmen. Ja, weil du hattest ja das Problem, dass du so eine richtig hohe Auslastung hast. Da habe ich zu dir doch gesagt, mach mal die Einstellung so und so und dann. Ja, genau, dann ging's. Spielen. Damals bei Stoneheart. Das einfachste Spiel überhaupt. Pixelspiel wie sonst was. Mhm. Okay, neue GPU wäre schön. Neue CPU wäre auch schön. Alles wäre neu schön. Na gut, ich bin froh, wenn ich in der Ausbildung bin, dann kann ich mir das schön leisten. Yep. Noch jetzt erstmal Schule fertig machen. Ich muss erst meinen Job finden. Niemand will mich. Wie? Niemand will dich? Niemand will mich. Ich habe mich schon überall beworben. Echt? Problem ist bei mir, im Dörfchen, da gibt es nur irgendwelche Festanstellungen für Chefetage und so weiter. Und das ist für mich komplett andere. Also bin ich komplett verunqualifiziert. Was? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Und sonst so kleine Jobs, Ei. Nee, warte, andersrum. Ach Mist, ich brauche. Hast du ein Ei? Ja, ich hab ein Ei. Leg's mal. Ich tu rein. Kann mal Essen machen. Nee, ich bin froh, wenn ich die Abschlussprüfungen endlich fertig hab. Achso, du musst dein Wasser noch setzen. Machst du rechts oder so rein? Wasser setzen? Ja, hier draußen, links. Links. Ich hab doch nur. Du hast doch den Eimer mitgenommen. Nein, ich hab Wasserflaschen mit. Ach so, ja gut, ich hab direkt einen Eimer mitgenommen. Ach so. Ich hab doch extra deswegen einen zweiten Eimer gebaut. Ich dachte, du hast beide mitgenommen. Nein, scheiße. Egal, dann lauf ich irgendwann mal nochmal hin. Ah ja, mach, passt schon. Wir haben genügend Wasser, also wir haben oben die Kiste voll mit, glaub 40 Wasser oder so. Ach ja, gut dann. Wir haben genügend fürs Erste. Was brauche ich eigentlich jetzt? Wasser und Nahrung. Ich auch. So. Was soll das sein? Das hat keinen Platz mehr. Soll ich jetzt den Bauplan für Maschine, Pistole? Achso, warte, da wollte ich doch gucken, was ich spezialisiere. Hatten wir nicht. Warte mal, ich guck mal gerade. Feuerwaffenschmied. Habe ich aber auch noch nichts hochgemacht. Gewehre habe ich auf 1. Den Skill Gewehre habe ich bei mir auf 1. Ach, den kann ich noch nicht machen. Was brauche ich? Level 40. Ach du Scheiße. Bin ich jetzt? Level 20, genau. Kannst du Werkzeug und halt die Standardsachen, die wir immer gemacht haben, Werkzeuge und Waffenschmied.
Werkzeugschmied, Waffenschmied, Feuerwaffenschmied. Werkzeugschmied und Waffenschmied. Heißt genauso eigentlich. Waffenschmied und Werkzeugschmied bringt mir genau dasselbe. Wie genau dasselbe? Nee, das ist. Das eine ist für Bogen, das andere ist für Spitzhacken. Nee, ich guck nur wegen den Attributen. Auf den Attributen steht genau dasselbe drin. Ja, es bringt aber was anderes. Okay. Meinst du? Kaufen. Ach so, ja, aber Qualität, das ist im jeweiligen Bereich. Das steht ja in der Info drin. Fertige Bögen, Armbrüste und so weiter. Und ja. Was soll ich noch nehmen? Ich habe noch 14 Punkte. Kannst du Qualitäts-Joel? Habe ich irgendwo gelesen? Ansonsten machst du dir Überlebende und das Kamel. Ich habe jetzt meine Sachen alle auf 200. Ne, Qualitätsshow kann ich nicht. Überlebende, Kamel. Da habe ich noch 8 Punkte. Was nehme ich jetzt? Hast du gemacht, Kamel und der Überlebende? Ja. Dann machst du, was ist das hier? Stumpfe Waffen ist eigentlich ganz gut. Stumpfe Waffen. Wiesenschaden. Und drauf, was ist das? Ausdauerverringerung. Ja. Stumpfe Waffen, das ist auch gut. Haut drauf finde ich aber auch nicht schlecht. Hier läuft wieder alles rund, wie es laufen soll. Wie ein wildes Tier. Ausdauergewinn plus 40. Stimmt, das habe ich auch. Und wie kann ich das eigentlich wieder? Könnte ich das eigentlich wieder? Nee. Doch, warte, Athletik 40. Habe ich aber noch nicht, glaube ich. 38, da bin ich echt nah dran. Ich hau mal den Baum hier vor der Tür weg. Messerjunge. Bogenschießen. Ja, Bogenschießen. Was steht da drin? Schaden halt. Achso, Schaden. Wissenschaft. Verbrauche weniger Pfeile beim Schießen. Schieße 20 Pfeile auf einmal. Infinite Ammo. Ja. Schieß gleich den Bogen. Du schießt 400 Pfeile die Minute. So. Zweimal Speck ist noch da. Beides deins. Okay. Achtung, Baum fällt. Okay. Haus kaputt. Solange nicht durch die Wand fällt. Meins. Oh, lecker. Göttnackers Eisen. Oh, plus 2 wieder. Ich bin bei 97. Was mache ich jetzt mit dieser Baupause? Blaupause. Welche? Maschinenpistole. Ah, leg dir erstmal rein. Oder lerne einfach. Kannst du auch machen. Alles gut. Ich hätte irgendwie Bock, unsere Basis auszubauen. Irgendwie Stege aufs Dach bauen, dass ja später die Farm hin kann. Meinst du so irgendwie vorne oder so? Oder? Dass wir an die Spitze des Dachs halt oder komplett übers Dach verteilt Stützen bauen und oben drauf einen Boden, wo dann später die Farm drauf kommt. Oder hier, guck mal, siehst du die. Guck mal kurz her, wo immer du gerade bist. Ich bin hier, ich sehe dich. Guck da oben, nicht das ganz oberste Dach, sondern diese kleine Ecke hier. Dass wir da irgendwie eine Tür rausmachen und dann hier so oben drüber teilt. Meinst du den Balkon da, wo das Holz ist, wo die, wo ein Dach drüber ist? Diese kleine grüne Ecke hier oben. Die ist aber krumm, ne? Oder meinst du über der Tür direkt? Ne, über die Tür. Über der. Na, keine Ahnung. Okay. Okay. Da ist noch eine Axt, wenn du Holz fällen willst mit. Wir brauchen ja jetzt viel. Wir müssen uns irgendwie ein Projekt überlegen. Das würde ich vorschlagen. Ich meine, das hätte ja was, noch ein Stockwerk oben drauf. Komplettes Dach abbauen und komplett neu oben drauf bauen und dann nochmal das Dach drauf. Blapp. Die Feuerwehr-Axt oder so. Ach so, hast du gar nicht.
Wenn du eine Feuerwehr-Axt hast, dann scrap die am besten nicht, wenn die kaputt ist. Zu Hause, glaube ich, noch 3, 4 oder so. Ich hab ein paar mitgenommen. Na, ja. Meine ist jetzt gleich nämlich kaputt. Ich werde die aber nicht scrappen, sondern reparieren irgendwann. Wahrscheinlich. Da. Oh, keine Ausdauer mehr. Also eine Feuer-Axt. Nehme ich. Ja, genau, jetzt ist sie kaputt. Ich wollte eigentlich nur wieder Ausdauer aufladen. Geht die schneller? Die zieht mehr Holz raus. Oh, meine okay. Ich. Und die geht ein bisschen schneller, also beides. Ich werde die mal in die Kiste tun. Wir sind aber damit auch wieder am Ende einer Folge. Okay, dann müssen wir. Wir können theoretisch über die Folge hinüber das ganze Holz mitnehmen. Dann habt ihr wenigstens nicht so langweiligen Content und dann können wir dann mit dem geilen Holz, was wir dann zwischen den Folgen geholt haben, was Geiles bauen. Könnten wir machen, ja. Weil, wenn wir den Wald hier fertig haben, dann haben wir noch 3 Folgen hinter uns. Ja. Kommen die ganzen Bäume her. Ach, von uns. Ja, da war ja was wieder. Ja, ja, wobei, so viele Bäume brauchen wir jetzt auch nicht, aber ja. Ich find's witzig, dass mein Aufnahmeprogramm sagt, ja, ich bin mitten in der Stadt, da kriegst du deine FPS, aber hier so einfaches Holz abbauen, da lagge ich. Echt? Das habe ich nicht. Ich habe meine CPU, meine Auslastung. Er sagt immer noch CPU-Auslastung. Oh, einmal kaputt, einmal drauf und ach. Ich bin kaputt gegangen. So, ein Schlag noch drauf. Oh Mann. Ja. Okay. Ah, keine Ahnung. Dann gucken wir mal, wie wir das machen. Da vorne liegt Schnee. Und. Oh. Ja, der Baum ist sowas, komischerweise. Hier ist ein Vogelnest mit einem Ei drin. Bitte. Und ja, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Von daher, bis zum nächsten Mal. Tschüss.